Guten Tag, verehrtes Publikum. Gekommen zu Unscharfen schlecht beleuchtet. Es geht weiter mit der S10-2, denn meine Decoder sind gekommen. Das hat jetzt, na gut, ich war jetzt auch etwas nachlässig mit der Bestellung, aber das hat jetzt eine ganze Weile gedauert. Ich möchte mal sagen, fast 2 Monate. Aber ich kann endlich weitermachen. Bestellung vom, tja, keine Ahnung. Also irgendwie Anfang Mai. 1. Mai, glaube ich, habe ich es gemacht. So, und damit freue ich mich, dass es endlich weitergeht mit der S10-2. Jetzt liegt die Maschine schon wieder so lange in meiner Kiste, dass ich die Hälfte vergessen habe, was ich da schon vorbereitet habe. Also Beleuchtung, ja, da sind die Vorwiderstände, die hatte ich schon vorbereitet. Und bei der Lok war noch nichts weiter gemacht. Also, ich erinnere mich, es war hier ja diese Rauchkammerrückwand und der Decoder muss jetzt hier rein und ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo hatte ich die Lautsprecher vorgesehen. Aber das sind alles Sachen, wahrscheinlich muss ich mir erstmal meine alten Videos angucken, um mich ein bisschen zu sammeln. Und dann geht's weiter. Aber ich werde zuerst mal den Decoder auspacken. Ist ja mal eine gute Idee. Und in den Lokprogrammer stecken und dann versuchen, ein geeignetes Projekt drauf zu nageln. So, mal den Schutzkontakt einer Steckdose anfassen, um mich zu erden, obwohl ich heute nur Baumwolle anhab. Und das ist jetzt hier natürlich so ein Problem. Hier gibt es also diesen bulbrigen Stecker drauf und angekündigt oder angeboten wird natürlich der, oder beworben wird dieser Decoder immer damit, mit seiner geringen Dicke, aber durch diesen Stecker hat er natürlich trägt das enorm auf und ich habe jetzt hier kein Problem, weil er genug Luft hat. Ich stelle gerade fest, ich bin heute wieder ein wenig zittrig. Ja, ich bin gerade erst vom Motorrad gestiegen und ich muss sagen, es ist hier anstrengend, das Fahrrad ist anstrengend. Vor allem, wenn beschissene Straßenpflaster sind, also naja. Nun ist ja schon, ist schon wieder ein halbes Jahr her, wo ich die Lok gebaut habe. Das war ja vor Störmtal. Und ich habe ja hier meine Vorwiderstände eingebaut und hier unten gesehen, auf Masse gelegt. Ja, und es war natürlich wieder im Zweifel. Und jetzt habe ich hier in der Einleitung nochmal nachgelesen, alles durchgeguckt, weil es nicht so leicht zu finden ist. Und im Punkt 6.10.4, da steht es ja dann hier drinne gegen Masse und es ist auch bei dem Loksound 5 noch möglich. Da habe ich auch jedes Mal, ja, bei 100 Euro pro Decoder, da überlegt man auch wirklich, ob man die kaputt macht. Gut, also jetzt werde ich mich erstmal mit der Beleuchtung auseinandersetzen. Es gab ja schon Kritik, weil ich hier wieder Pico-Lampen drauf habe. Ja, inzwischen gibt es gedruckte. Die sind aber noch nicht ganz so, wie ich es mir vorstelle, weil die Bügel noch mitgedruckt sind und nicht aus Draht, also nachsteckbar. Weshalb ich jetzt erstmal nichts machen werde. Ich werde mir jetzt nochmal die Radsitze angucken. Ich habe inzwischen vergessen, ob die ein- oder zweiseitig isoliert sind. Und dann den Decoder, der ist ja programmiert. Da habe ich jetzt den Sound von der P10 erstmal aufgemacht. Ich wusste jetzt nichts anderes geeignetes, dreizylindriges. Und ja, als Behelf geht es ja erstmal. Ich kann ja jederzeit nachmachen. So, dann habe ich noch überlegt, ob ich noch einen Moment. Ich hatte auf den Decoder jetzt schon ein Soundprojekt aufgespielt. Ich habe erstmal, weil mit dreizylindrigen Preußen sieht es ziemlich mager aus, ich habe jetzt die
P10 genommen als Vorlage. Sonst wäre nur noch eine G12 möglich gewesen. Und ja, man muss halt warten, bis da irgendwas Besseres kommt. Und ja, jetzt habe ich überlegt, ob ich hier noch einen großen Kondensator reinmache. Aber das würde ja wieder heißen, ich muss hier aufschneiden und auf diesen Lötpads, die sind jetzt nicht so murksig, also hier komme ich schon ran. Ich müsste da was anlöten. Ob ich das wirklich tue, weiß ich noch nicht. Obwohl Platz genug in der Maschine ist, ja. Also ich könnte so sogar einen relativ großen. Ja. Soweit reicht's rein. Also da ist wirklich Luft für einen ordentlich großen Kondensator. Ich habe irgendwo welche da. Ich werde mal einen raussuchen. Cool wäre natürlich sowas. Aber der passt nicht in den Kessel. Und ja, 6,3 Volt reicht auch nicht. Ja, alles Mist. Die wären auch schön, aber es sind nur 330er und aber 200 Volt. So, jetzt habe ich eine Viertelstunde mit Sucherei verbracht und habe meine Kondensatoren. Ich muss eine ganze Kiste davon haben, in der Größe etwa. Und die hätten reingepasst. Die habe ich leider nicht gefunden. Und das ist eben scheiße, weil ich weiß, wo man irgendwas vor 20 Jahren hingepackt hat. So, und jetzt habe ich hier zwei 470er. Die würden sicher gehen. Also wenn ich hier davon einen reinmache. Aber da bin ich mir jetzt noch nicht sicher. Also ich bin noch am Nachdenken. Kontrolle des Fahrwerks hinsichtlich der Stromabnahme. Und da habe ich festgestellt, dass alle Räder Strom abnehmen. Jetzt lag das Fahrwerk bestimmt ein Jahr rum. Und irgendwie ist mir das schon wieder unangenehm, weil ich dem Uwe Volkholz eigentlich zeitnahe Erfahrung mitteilen wollte mit seinem Wipplager-Fahrwerk. Und ja, bin ich mit der Lok nicht vorwärts gekommen und am Ende kam der Decoder nicht. Ja. So, also hier 421, das heißt also April muss ich daran gebaut haben. Und so lange lag dieses ganze wunderschöne Fahrwerk rum. Und ich bin jetzt hier bei 10 Volt. Also noch ein bisschen laufen lassen. Oh, 14 zu viel. Ja. Also genau 12 Volt. Und jetzt mal lasse ich das mal ein Weilchen laufen. Schmiermittel ist dran. Aber, ja, super. Meine Stromabnehmer, die ich hier nachgerüstet habe, die brauchen sich ja auch noch ein bisschen Schliff. Also braucht er erstmal ein wenig Liebe und Beachtung. Den Aufbau des Tenders hatte ich ja schon bearbeitet und ich glaube, das habe ich auch schon gezeigt. Also, dass ich erstmal die Holzaufsatz hier runtergeschnitten habe. Die Befestigungsdinger, die mache ich in der Regel nicht ab, weil die Schleifspuren, die ich dann hinterher habe, die sehen schlimmer aus als die Blechstreifen, wenn sie noch dran sind. Und Kohleneinsatz ist dran. Hinten mit ein bisschen Blei noch ausgefüttert, weil das so schön glänzt, weil ich hier eine Folie drin hatte. So, hier ist dann der umgebaute Bleiaufsatz. Also hier ist ein bisschen Zinn reingekleckert und hier hinten habe ich noch was gemacht. Und hier drin ist eben noch die Abdeckung für den Motor, dass der frei liegt. Okay, also jetzt müssen hier noch die Lampen rauf. Die Schienenräumer müssen nachgesetzt werden, weil die sind abgebrochen, weil dieser rote Kunststoff von Fleischmann, naja, der ist auch schon ein bisschen älter und sehr brüchig. Ich glaube, ich hatte das auch schon in einem anderen Teile gesagt.
Ich hätte grundsätzlich ja lieber den Märklin-Tender gehabt, aber ich habe nun dieses wunderbare Fahrwerk eben für den Fleischmann-Tender. Ja, man sieht ja, wie sich das ans Gleis anpasst. Ich hoffe, dass die Radsätze hier, die Räder von Schwarz, dass die hier ein bisschen mehr Zugkraft entwickeln. Denn so sind meine Erfahrungen eher, dass der recht laut ist. Also sie übertragen den Schall sehr gut. Und dass die auch, ich sagte das hier schon mehrfach, ein bisschen glitschig sind. Also die laufen nicht so perfekt. Ja. Das Vorlaufgestell, das Seitenspiel der Räder geht überhaupt nicht. Das muss ich also nochmal zerlegen. Und werde bei der Gelegenheit vielleicht auch gleich noch einen leichten Stromabnehmer einbauen. Und so, dass ich auf eine Allrad-Stromabnahme bei der Maschine komme. Ja, während nun eine Verbindungsplatte, also ein Stückchen Leiterplatte eingeklebt wird, habe ich mich mit dem Drehgestell befasst. Und das ist wieder mal aus der Kategorie, hättest du mal nicht angefasst. Ja. Also ich hatte festgestellt, 2,4 mm war Spiel zwischen dem Rahmen und den Radsätzen. Und ich wollte ja noch Stromabnehmerin machen und dann wäre blöd, wenn die Stromabnehmer das ganze Drehgestell immer zur Seite schieben. So. Naja, dann habe ich mir so ein paar kleine Teile angefertigt. Die also Beilagen, sodass eben die Radsätze mittig stehen. Naja, ziehst du es mal schnell runter, den E-Radsatz. Ja, habe ich gemacht. Und dann festgestellt, hier gibt es gar keine Isolierung. Das hat der Vorbesitzer irgendwie mit Klebstoff gemacht. Und das ist ja nochmal wieder scheiße. Ja, ich muss es so grob sagen. Also es gibt eine Stahlachse, die läuft auch rund, da gibt es keine Probleme. Und es gibt eine Messingachse und die torkelt. Habe ich vorher nicht gesehen. Ah, wieder zusätzliche Arbeit, ja. Und dann ganz eigenartig gemacht. So, wie isoliere ich jetzt diese Radsätze? Ja, ich habe schon die Idee. Entweder drehe ich jetzt hier die Achse noch weiter ab, dass ich ein Stück, eine Lage Papier zwischenkriege. Das ist wirklich nur minimal, also da muss ich mal sagen, das nur mit Klebstoff isoliert zu bekommen, also dafür habe ich erst auch Respekt, wie sehr mich das kann. Ja, jetzt habe ich also das Rad ein bisschen aufgeweitet und da mal eine Papierisolierung rüber gemacht. Und jetzt muss ich versuchen, den Radsatz gerade zusammenzukleben. Also zumindest besser als er vorher lief und deshalb mit zwei Komponentenkleber den ordentlich mischen und dann gut, da muss ich jetzt nicht beim Mischen Muskeln zugucken. Bestimmt zwei Stunden später, weil ich noch rumgetrödelt habe. So, jetzt ist hier die Platte drinne, hier ist rot, ich habe keinen roten Draht, hier ist schwarz, also die Masse. An der Beleuchtung habe ich noch nichts weiter gemacht. Aber die Stromabnehmer, die ja durch Sandstrahlen so ein bisschen verbogen sind, die sind jetzt dran. Das Vorlaufgestell ist auch wieder montiert. Ich habe jetzt also die Distanzstücken drin, womit das Seitenspiel reduziert ist. Und habe in Vorbereitung schon mal hier eine Platte aufgeklebt, mit dem dann hier noch zusätzliche Stromabnehmer für den Vorläufer angebracht werden können. Läuft auch noch ganz gut. So, und jetzt bin ich dabei, gut zu überlegen, ob ich jetzt hier unten alles dran habe, ob ich nämlich jetzt die Radsätze einbauen und die Steuerung montieren kann. Und das wird ja auch wieder eine grauenvolle Arbeit. So, die Radsätze sind erstmal versuchsweise drin. Naja. So richtig zufrieden bin ich nicht. Die laufen doch recht schwer. Könnte es an den Stromabnehmern sein. Liegen. So läuft sie. Aber
könnte leichter sein. Also, das heißt, ich muss noch ein bisschen nachregulieren. Ja, das kenne ich ja alles schon. So, nochmal versuchen. Diese Kiste Kleinkram jetzt hier. Zylinder muss ich ohne anbauen. Also, das wird wohl noch 2 Tage dauern. Aber das wäre eine Überraschung. Mal sehen, ob ich es bis dahin schaffe, die Lampen neu anzulassen oder die auch noch kaputt kriege. Ich sehe gerade meine Zeitplanung wieder platzen. Also, hier ist eine Beilage unter der Kuppelstange. Ist ja auch vernünftig, wenn diese hier direkt drauf liegt und dann im Prinzip die Treibstange auch von außen kommt. So, ja, hier. Weil dieses Gegengewicht hat der Vorbesitzer nachgerüstet. Jetzt schlägt die Stange dagegen. Nicht immer, aber häufig genug. Und was ich ja schon mal angesagt hatte, mir gefällt auch jetzt nicht diese extreme Schrägstellung der Treibstangen. Aber die ließe sich nur beseitigen, wenn ich die Zylinder alle näher ranrücke. Und ich mache mir keine Illusion, das hätte jetzt einen Neuaufbau der Lok bedeutet. Und so weit wollte ich jetzt echt nicht gehen. Jo, und deshalb wird jetzt gepfuscht. Warum das jetzt hier nicht richtig reinpasst. Ja, hier sind noch einige Sachen, die noch nicht so richtig sitzen. Und jetzt muss ich mich erstmal damit auseinandersetzen. Ich muss mir mal Vorbildfotos angucken, wie dort die Stangen gemacht sind. Ich könnte sicher auch hier noch mit Beilagen arbeiten, längeren Stangenschrauben. Aber das muss ich mir erst noch gründlich überlegen. Heute wird einer wieder sehr warmen Tage, aber wir haben ja Hochsommer. 34 Grad und das ist mir dann hier oben doch nicht so richtig angenehm. Also werde ich mir jetzt diese Ringe bauen und habe dafür dieses, sieht noch massiv aus, Rohr genommen. Ich probiere es erstmal damit, dass ich erstmal den Durchmesser reduziere und... So, ist jetzt ein bisschen viel Spiel drauf. Vielleicht drehe ich mir die auch komplett nochmal neu. Denn ich habe hier einen Zapfen von 1,8 mm, da reicht der dann 1,9. Der kann dann festsitzen, also saugend. Das muss ich sehen. Also ich probiere es erstmal damit, wie das aussieht. Denn der hier hinten ist ja auch nicht besonders groß, der da schon verbaut ist. Original. Und dazu bin ich dann im Keller bei der Drehbank. Das ist also recht angenehm. Ich habe jetzt mein Rohr mal dünner gedreht, in 2 Größen. Bisschen abgeschert, also das ist nicht so richtig geeignet. So, passt drauf. Meine Versuche, das ist unten so eine Scheibchen abzustechen, ist mir nicht gelungen. Also ich müsste jetzt wieder eine Halterung bauen und ein anderes Werkzeug. Darum habe ich mir gedacht, ich stümper mal wieder ein bisschen. Also ich werde einfach mal hier versuchen, so eine Ringe abzutrennen und mal sehen, was passiert. Darum eben auch ein bisschen mehr Fleisch stehen lassen, dass ich eben mehrere Versuche habe und die besten Ringe nehme ich mir dann raus. Ja? Ich weiß, das ist jetzt wieder der letzte Husten, aber ich habe wirklich keine Lust, mir jetzt da irgendwie Spannvorrichtungen und das alles erst zu bauen und irgendwelche Sachen. Also ich mache es einfach so und rede nicht drüber. So, jetzt habe ich 4 so eine Ringe gemacht. Die sind auch relativ gleichmäßig geworden. Und ich denke mal, damit sollte dieses Problem... Da schlägt der Wind gerade ein Fenster zu. Dass die Stange dann gegen das Gegengewicht schlägt, beseitigt sein. Ja, es sieht gut aus. Und jetzt kann ich den nächsten Versuch machen, die ganzen... das ganze Gestänge anzubauen. Und ich muss sagen, das ist ja wieder eine Arbeit, die ich erstmal nicht so besonders mag. Und die wieder ziemlich lange dauern wird. Und ja, also es ist das übliche Vorgehen, erstmal Zylinder anschrauben, dann gucken, was an dem Gestänge noch überhaupt nachgearbeitet werden muss. Da wird ja wieder sehr viel sein,
Aber das ist ja schon bekannt von S3, S4 und was ich sonst noch an Modell Loco Westmodell M und F gebaut habe. Ich werde den verehrten Zuschauer mal an einem Gedanken teilhaben lassen. Also es geht um dieses Teil der Steuerung. Und ich weiß jetzt nicht mehr, wie das Original dran war. Und hier ist hinten das, jetzt kann ich die Teile wieder nicht benennen. Oh, hier war es dieses Teil, so. Und das muss dazwischen. Und ich habe jetzt überlegt, nein, nicht überlegt, ob ich jetzt mal losziehe und die Benennung der Teile lerne, sondern ich werde jetzt hier ein M1 Gewinde reinschneiden. Ich werde dann eine von diesen Brillenschrauben reindrehen und damit sollte dann das Problem gelöst sein. Also hinten ist es offen, da brauche ich keine Mutter, weil das Blech nicht nach hinten weg kann und dann ist ja obendrein hier noch die, und das, was auch immer. Oh scheiße, mein E-Lockmann ist, ich merke schon wieder. Ja, also das werde ich machen. Ich probiere es erstmal. Das scheint ein Gussteil zu sein. Mal gucken, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ja, das ist vom Durchmesser her gar nicht schlecht. Dieser eine Gewindebohrer, der lässt sich sogar fast mit der Hand drehen. Bin auch schon. Ja, ich bin durch. Er kann es gerade nicht so richtig zugreifen. Ich habe noch eine andere Schicht unten gemacht. Habe einen Katzbalger, da war die Parierstange los. Und jetzt habe ich die mit Zinn vergossen, die ganze Stelle. Und habe meine Finger ein bisschen verbrannt. Ja. Also jedenfalls grundsätzlich funktioniert es. Ich mache jetzt noch ein bisschen Gewalt. Und dann sollte ich drinne sein. Geht ganz prima, da mit dem Handdrehen habe ich halt die Richtung hinbekommen und jetzt ist es total locker, also sieht gut aus. So, und weil ich mutig bin, gleich noch die andere Seite, dann habe ich es hinter mir. Mal gucken, ob es in allen Richtungen gerade sitzt. Ich arbeite ja hier mit Brillenschrauben. Mir ist natürlich klar, dass sowas im Vergleich zu richtigen metrischen Schrauben, die man da für sich 5 Euro für einen 10er-Pack zahlt, dass das nochmal eine andere Hausnummer ist. Aber bis jetzt läuft es ganz gut. Und wenn man sich anguckt, dass ich hier 10 Euro für so eine ganze Kiste bezahlt habe, dann überlegt man sich schon, ob man wirklich zwingend mit diesen teuren Schrauben arbeiten muss. Ist jetzt dran, bewegt sich auch. Ich habe jetzt das unterste Loch benutzt, weil das, so wie es aussieht, auch von M&F benutzt wurde. Wahrscheinlich wird mich jetzt gleich jemand belehren und sagen, ja, die Maschine läuft so, aber rückwärts. Dann kann ich das auch noch ändern. So, erst noch eine 1/4er. Und dann mal versuchsweise die Stange festmachen. So, habe ich hier 1/4. So, draußen haben wir 34 Grad. Ich schmelze hier und werde auch gleich aufhören. Das hat keinen Sinn. So, auf jeden Fall, das Fahrwerk ist erstmal montiert. Bis auf diese Kleinteile hier. Aber das ist erstmal zweitrangig. Es geht ja erstmal darum, läuft die Lok überhaupt klemmfrei? Und so sieht es aus, als wenn das funktioniert. Naja, sie geht ein bisschen schwer, wenn ich am letzten Radsatz drehe. Hier habe ich auch erstmal nur eine Behelfsschraube drin, weil ich habe keine Stangenschraube mit einem langen Bund. Da muss ich auch wieder gucken. Und jetzt ist meine Aufgabe rauszukriegen, was geht hier jetzt noch ein bisschen schwer.
Da hier ist genug Spiel drin. Hier ist auch Spiel. Irgendwo muss ja diese Schwergängigkeit herkommen. Ja, und da das übliche Vorgehen. Wenn ich es jetzt so auf den Anhieb nicht finde, hier zum Beispiel ist eine harte Stelle. Wahrscheinlich kommt die aus dem zu großen Loch, weil ja hier jetzt die Bundschraube fehlt. Und dann schraube ich mal wieder die Gegenkurbel nochmal ab, obwohl die hier relativ lose ist. Und nehme vielleicht auch mal den letzten Radsatz noch mal ab vom Gestänge und gucke dann, ja, ich habe ein leichtes Klemmen hier. Und das muss ich jetzt suchen und das wird noch lange, lange dauern. So, das ist jetzt hier die Situation. Wenn also im Extremfall, wenn der Radsatz ausschert, dann knallt es dagegen das Gegengewicht. Das ist natürlich eher akademisch, aber wenn man sich mal den Versatz der beiden Radsätze ansieht, solche Radien habe ich nicht. So, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Ich ignoriere das Problem und versuche es erstmal mit Probefahrten rauszubekommen. Und die andere Variante wäre eine dieser Brillenschrauben. Ich habe da welche mit einem Vierkant hinten dran. Ich suche mal was Großes. Was könnte ich denn da mal nehmen? Immer zur Erläuterung der M2. Ich würde mir eine Aufnahme drehen, die in die Drehbank kommt, dann ein Loch bohren und eben 1,4er Gewinde schneiden, dann irgendein Teil anfertigen, was dann hier auf den Schaft drauf kommt, reinschrauben und dann abdrehen. Das passiert ja von der Seite, also das dann eben auf den Durchmesser der Stangenaugen abdrehen, dabei wahrscheinlich mindestens zwei Schrauben abbrechen. Und dann eben den ganzen Abstand hier vergrößern, die Stangen ein bisschen nach außen nehmen. Man sieht es ja, dass es jetzt auch ein bisschen doof aussieht. Ja, und das wäre jetzt eben noch die Möglichkeit, die mir offen steht. Aus Bequemlichkeit werde ich das erstmal nicht tun, sondern ich werde jetzt, weil das Ganze Fahrwerk nach vorne wegkippt, weil es zu leicht ist, jetzt mal den Vorläufer anbauen und durch eine andere Lok das ganze Lokfahrwerk mal ein bisschen über die Anlage schieben lassen oder ziehen lassen und mal gucken, was passiert. Ob das klemmt oder wie es sich verhält. Jetzt ist das aber wieder schon so lange her, dass ich es zerlegt habe, dass ich mit diesen ganzen Einzelteilen hier eigentlich gar nicht mehr anfangen kann. Zum Beispiel dieses Bronzeblech. Also das sieht ja aus, als wenn das hier mal drunter war. Dann probiere ich mal mein Glück. Und spekuliere mal. Nee, ich brauche nicht spekulieren, das ist zu groß, gehört woanders hin. Ja, das sind, wenn man dann jahrelang genug ein Modell baut und alt und vergesslich ist und ich müsste mir vielleicht mal mein Video angucken. Ja, dafür mache ich es eigentlich. Wie ich die ganze Maschine zerlegt habe. So, ich glaube, das, ja, das könnte passen. Gehört hier so rein. Mal noch die passende Schraube finden. So, das hilft natürlich jetzt überhaupt nicht, weil die Lok am Arsch immer noch zu weich ist. Die Zylinder sind zu schwer. Aber ich sehe, ich habe ja schon eine Leiterplatte aufgelötet, um die Vorläufer zur Stromabnahme heranzuziehen. Gut, dann werde ich jetzt hier mal ein Bleigewicht hinten draufsetzen und mir irgendeine Kupplung anbauen. Ja, da ist ja was. Und dann erstmal Probefahrten machen. Wie man sieht, klappt das mit der Probefahrt schon mal gar nicht. Denn der erste Radsatz macht einen Kurzschluss. Das habe ich erstmal überprüft, dass der erste Radsatz keinen Durchgang hat. Ich vermute, dass hier dieser Stromabnehmer, dass der diese schmale Isolierschicht hier überbrückt. Das muss ich also erstmal klären.
Also es stellt sich heraus, dass diese Stromabnehmerbleche, dass die auf der isolierten Seite nicht geeignet sind, weil sie eben diese Isolierung hier überbrücken und damit einen Kurzschluss machen. Ja, das ist jetzt unerfreulich und ich fürchte, wo selbst mit irgendwelcher stümperhafter, mein Satz hier ist kaputt, dass ich das nicht hinbekomme. Also vor allem, ja, irgendwie, wo überbrückt der? So, das alles scheiße. So, die ersten Fahrversuche. Fahrstufe 3. Geschoben durch einen Rocco E91. Den Kurzschluss habe ich gefunden. Also ich habe an dem Blechen ein bisschen rumgebogen, ein bisschen rumgeschnippelt. Die werde ich sicher langfristig irgendwann mal ersetzen müssen, wenn das Problem wieder auftaucht. Die Maschine steht noch ein bisschen schräg im Gleis. Sieht eigentlich ganz gut aus. Dann lasse ich das dann mal ein bisschen hin und her fahren hier. So, die Maschine läuft jetzt ohne Kurzschlüsse. Das ist positiv. Positiv ist auch, dass sie über die Weichenstraße kommt. Aber dann musste ich noch eine Beobachtung machen, die man vielleicht mit übelriechendes, braunes Verdauungsendprodukt beschreibt. Die Maschine torkelt nämlich ein bisschen. Also irgendwo... Sie schwingt so ein bisschen im vorderen Bereich. Also ich sehe es, weil ich hingucke. Und das finde ich jetzt unerfreulich. Wenn man rausging, woran das liegt. Da ja die Räder ohnehin einen leichten Seitenschlag haben. Das sind ja irgendwelche Feinskillräder, deren Herkunft ich nicht kenne. Und wahrscheinlich beim Anbauen der Gegengewichte hat der Erbauer der Maschine da ein kleines Missgeschick erlebt. Ja, ich muss mal gucken, wenn dann das Gehäuse drauf ist, wie das aussieht. Aber so ist das erstmal nicht so schön. Also, das missfällt mir doch. So, und dieses Problem könnte ich eigentlich nur durch den mindestens Austausch der Räder lösen oder vielleicht sogar das ganze Fahrrad neu bauen. Und da habe ich ehrlich gesagt im Moment keinen Schneid. Also werde ich versuchen, damit erstmal zu leben und hoffe, dass es nicht allzu auffällig ist. Obwohl, wenn man es selber weiß, dann sieht man es natürlich auch immer. Also das finde ich jetzt schon wieder nicht so glücklich. Ach, ein Mist. Gut, naja, jetzt, also das Fahrwerk läuft erstmal. Der Tender läuft auch. Und jetzt sollte ich mit dem Einbau des Decoders beginnen. Irgendwie fühle ich mich jetzt dabei nicht besonders wohl. Mit diesem torkelnden Fahrwerk, aber das... Ja, und das Alternative wäre gedruckte Räder. Und nee, für den Schnellzuglock, da bin ich im Moment noch nicht bereit dazu. Also wird es darauf hinauslaufen, dass die Maschine erstmal so montiert wird. Ja, so sieht es schon schick aus. Also ich muss jetzt erst nochmal von der Steuerung das hier anbringen, diese Teile. Und dann mal gucken, wie ich das mit der Beleuchtung mache und dann eben den Decoder einbauen. Daran hinke es ja jetzt, weil ISO keine Chips hatte.
Ich habe jetzt Fahrwerk und Oberteil mal probeweise zusammengesetzt. Und sieht der verehrte Zuschauer, was passiert? Der Kessel ist wieder so schwer, dass die Lok vorne einknickt und der letzte Radsatz abhebt. So. Natürlich kann ich das mit einem zusätzlichen Gewicht hinten beseitigen, das Problem, aber dann wird die Maschine ja noch schwerer. Und der Tender ist ja der von Uwe Volkholz. Da sind ja nun die Schwarzräder drauf und die sind ohnehin nicht besonders zugkräftig. Also das ist schon, da braucht schon so ein Tender Kraft, um die Maschine zu bewegen. Ja, scheiße. Also muss ich irgendein Teil hier hinten noch, vielleicht abdrehen hier und dann hinten in den Kessel reinmachen. Also das ist jetzt wieder unerwartet. Aber an diesem ganzen Problem sieht man, dass die Maschine noch nie im Leben gelaufen ist. Also ich kriege zwar hinten noch jetzt die Stehkesselrückwand, aber dann gibt es vorne noch, sehr weit vorne, die Rauchkammertüre. Und das gleicht sich dann schon mal wieder aus. Also jetzt muss ich mal überlegen, ob ich nicht vielleicht auch den Vorläufer noch ein bisschen abfedere. Vielleicht doch mit diesem Bronzeblech. Ist nicht gegriffen, deshalb dauert das einen Moment. Vielleicht, dass ich dieses Bronzeblech hier runtersetze. Passt das in den Rahmen rein? Ja, passt. Dass das dann den Vorläufer ein bisschen unterfedert. Also die braucht ja keine Zugkraft. Das ist ja normal so, dass man die Laufräder nicht so stark federt, damit dann das angetriebene Lokgestell nicht ausgehoben wird. Aber das Problem habe ich ja in diesem Falle nicht. Mal gucken. Hier war noch so ein kleiner Draht eingelötet, unter dem dann dieser Bügel so lag. Den habe ich jetzt mal rausgekniffen. Das sind alles Sachen, die man hätte halt vorher schon entdecken können. Also wieder falsche Reihenfolge beim Bau. Aber diese einfache Maßnahme hat das schon mal verbessert. Also jetzt kippelt es nicht mehr. Ohne Aufbau, super gefedert. Ja, das ist kurze Maßnahme, läuft perfekt. Das Fahrwerk von Uwe Volkholz nochmal, sehr schön gebaut, sehr genau, sehr präzise. Schönes Modul. Was ich nur wieder versaut habe, war, ich habe die Original-Stromabnehmerhalterung von Fleischmann habe ich abgeschnitten, ist ja der Fleischmann-Tender. Und habe dann hier noch zusätzliche Stromabnehmer angebaut. Weil mir das zu unsicher war. Ich sehe hinten, der muss noch ein bisschen gebogen werden. Der sitzt noch nicht richtig dran. Ne? Okay, also ist sehr schön. Gewicht ist ja auch schon angepasst. Jetzt ist nur die Frage, ob diese Schwarzräder, die ich ja als glitschig bezeichne, ob die in der Lage sind, die schwere Lok zu schieben. Gut, aber das wird sich hinterher herausstellen. Wenn es nicht funktioniert, sind ja relativ einfache Räubchen hier bloß. 4 Schrauben ist das Fahrwerk ab. Dann würde ich hier nochmal die Räder abziehen und würde stattdessen Räder von Fleischmann oder von Pico aufziehen. Ja, da dreht jetzt hier der Modellbahnfreund wahrscheinlich durch, aber da ist mir denn die Zugkraft deutlich wichtiger als das Aussehen, obwohl jetzt hier die Schwarzräder auch nicht so filigran sind. Die sind ja aus den 80ern. Und ich sehe gerade, der Sturm hat hier auch runtergerutscht. Und die sind auch nicht Code 88. Gut, sonst hier fehlen inzwischen noch die Schienenräumer, weil der Kunststoff mürbe ist. Hier wäre eigentlich der Märklin-Tender der richtige, aber das ist eine ganz andere Geschichte. So, ich werde jetzt hier wieder ein Kuppelblech bauen. Ich meine mich zu erinnern, dass ich hier ein Gewinde reingeschnitten habe und
Dann ist ja hier diese Schraube, die von unten drin kommt. Das sollte relativ einfach sein, ohne große Schwierigkeiten. Eine hintere Beleuchtung habe ich noch nicht vorgesehen. Da fehlt auch noch was. Muss ich überlegen, ob ich die ranmache. Das weiß ich noch nicht. So, jetzt bei 9 Volt liegt der Antrieb jetzt hier. Schön leise. Klar auf der Gummimatte. Aber so ist es sehr präzise gebaut. Man sieht es hier, ja. Und auch wenn ich hier so rauf tippe, wie dann das Fahrwerk sich anzupassen vermag. Ich habe den Tender bestimmt schon 2 Jahre bei mir rumliegen. Das ist mir echt peinlich. Er hatte mir das zum Testen gegeben und ich hatte ihn erst an der S10 von Märklin dran. Die war aber so schwer, dass der Tender die nicht bewegt hat. Inzwischen weiß ich, dass die Schwarzräder das sind, weil die sind, wie ich schon schrieb, ein bisschen glitschig und haben wenig Grip. Vielleicht sollte ich die auch noch mal sandstrahlen, dass sie ein bisschen rauere Oberfläche haben. Wenn das nicht funktioniert, dann werde ich, glaube, das sagte ich auch schon, hier Fleischmann-Räder raufziehen, beziehungsweise vielleicht sogar welche. Nee, Pico wäre ungünstig, weil die eine Seite nimmt ja die Masse ab. Ja. Ich hatte dann, oh Gott, habe ich das schon erwähnt, hier mit Lötflüssigkeit irgendwie gearbeitet und die verdampft ja und da hatte sich dann Flugrost auf den Achsen gebildet. Das war echt scheiße, weil die dann fest saßen. Da habe ich den Tender zurück zu Uwe geschickt und der hat mir das dann nochmal gemacht. Da war ich sehr dankbar für und ja, meine Dankbarkeit konnte ich nicht in einem zügigen Test zum Ausdruck bringen. Das ist jetzt bald 2 Jahre später, ja. Uwe, wenn du zuhörst, es tut mir leid, dass ich so langsam bin. So, jetzt lasse ich den noch mal eine Weile laufen und dann werde ich ihm dieses kurze Kuppeleisen bauen und dann, ich weiß nicht, heute kriege ich es wahrscheinlich nicht mehr hin, ich muss noch mein Motorrad von der Durchsicht holen. Den ganzen Einbau des Decoders, das dauert ja auch noch eine Weile, 4 Drähte muss ich nach hinten ziehen. Ob ich nur noch hinten Lampen anbaue, muss ich mal gucken, ob ich die schon vorbereitet habe. Oder ob ich einfach unbeleuchtet machen wollte. Das Verdrahten, das dauert ja immer sehr lange. Man will ja auch keinen Fehler machen und dann einen Decoder für knapp 100 Euro zerschießen. Die Verschaltung ist begonnen. Ich habe jetzt hier so eine 4er Steckleiste, die nehme ich für die Beleuchtung. Und diese 6er, wobei ich nicht alle Pole belege, die nehme ich jetzt für die Verbindung zum Rahmen und zum Tender. Also die, das hier ist jetzt von einem Decoder, von einem 4er Lokpilot, der durchgegangen ist. Die sind irgendwie alle ziemlich kaputt. Und den werde ich dann hier irgendwo so reinlegen, vielleicht sogar einkleben, dass ich hier dann eben das von oben mache. So, der Lautsprecher ist schon eingelötet. Jetzt ist also das im Prozess, aber trotz 25 Grad, angeblich großer Temperaturschutz, ist hier ordentlich mollig auf meinem Dachboden. Hier sind die anderen, hier ist die andere Steckleiste, die dann kommt. Ich werde jetzt erstmal mich um andere Sachen kümmern, weshalb ich dieses Video jetzt an dieser Stelle erstmal beenden werde. Denn ich muss für Halloween mir noch ein paar Flügel machen, die so fledermausartige Flügel, die für mein Gargoyle-Kostüm notwendig sind. Naja, und da ist es im Keller deutlich angenehmer und kühler. Okay, verehrtes Publikum, dann dieser Teil erstmal abgeschlossen und der letzte Teil zum Bau der S10-3. Der folgt dann wahrscheinlich Ende August, September. Gut, bis dahin.